Angst besiegen. Wann Prüfungsangst Vorteile bringt und wann sie schadet. Panik vor Spinnen und wie man sie überwindet. Warum man durch ein Wagnistraining Mut und Vertrauen gewinnt. Und in Swissmade Angst im Berg. Angst kann lähmen und sie kann zu Höchstleistungen anspornen. Die Angst warnt vor Lebensbedrohlichem. Die einen exponieren sich diesen Gefahren nicht, andere möchten sie bezwingen. Beim Bungee-Jumping verlässt man sich vor allem auf die Technik, ein bisschen auf die eigene Geschicklichkeit und man zeigt Risikofreude. Es gilt aber auf alle Fälle, die Angst ernst zu nehmen und klug zwischen Mut und Übermut zu unterscheiden. Nach der Anspannung die angenehme Entspannung. Der Lohn sozusagen für die Überwindung der Angst. Angst ist eigentlich eines der wichtigsten Gefühle, die wir kennen. Ich setze es immer so ein bisschen in Kontrast zur Liebe. Ja. Beides sind Emotionen, also Gefühle, die wir fürs Überleben brauchen. Und Angst ist eben ein ganz wichtiges Überlebensgefühl. Das brauchen wir, um uns zu schützen vor den Gefahren, die das Leben halt mit sich bringt. Angst entsteht, wenn man eine Gefahr sieht. Das macht vorsichtig. Heute verbreiten Gewalt und Terror Angst. Aber im europäischen Alltag ängstigen viel häufiger Unfall und Tod, Liebesverlust oder beruflicher Absturz. Unangenehm ist die Prüfungsangst, aber sie bringt Vorteile. Sie hilft nämlich, sich zu konzentrieren und alle Energie der Aufgabe, hier der theoretischen Fahrprüfung, zuzuführen. Noch während der Prüfung verschwindet sie. Und ist das Resultat positiv, geht's einen Schritt weiter. Ohne Überwindung der Angst gibt es keinen Fortschritt. Fabian Giallo ist nervös. In einer Stunde geht sie zur praktischen Fahrprüfung. Ihr Fahrlehrer versucht, sie ins Gleichgewicht zu bringen. Das muss eine lockere Fahrt sein vor der Prüfung. Ich beruhige sie natürlich immer. Und ich schaue auch, dass meistens alles glatt läuft, damit die Schülerin ein gutes Gefühl hat für sich selber. Schon seit 2 Wochen ist sie nervös, hat schlaflose Nächte. Sehr entspannt. Vor Prüfungen darf man ein Schlafmittel nehmen. Ausgeruht konzentriert man sich besser. Zur Prüfung selbst aber sind weder Beruhigungs- noch Aufputschmittel angebracht. Beruhigungsmittel dämpfen nebst den Nerven auch die Reaktionsfähigkeit. Aufputschmittel verlieren oft unerwartet ihre Wirkung. Am besten ist es, gut vorbereitet zu sein. 25 Fahrstunden werden empfohlen, um die Komplexität des Verkehrs zu begreifen. Fabian Giallo hat 30 Stunden gehabt. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Und ja, jetzt geht es nur noch 5 Minuten, dann geht's los. Ich habe sehr Herzklopfen, ja. Auch wegen dem Schnee, jetzt schneit, habe ich mehr Angst als sonst. Ich hoffe, das geht gut. Für die Zürcher Expertin Silvia Schuler ist die Angst der Prüflinge Alltag. Viele nennen das beklemmende Gefühl, das einen schaudert oder den Magen zusammenzieht, auch Nervosität oder Lampenfieber. Im Unterschied zu früher wird heute darauf eingegangen. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß und gute Fahrt. Man kann es mit einem Gespräch auflockern. Man kann ihnen den guten Willen zeigen, dass man ja eigentlich ihnen nichts Böses will, sondern sie einem jetzt zeigen dürfen, was sie alles gelernt haben. Die einen sind sehr froh, wenn man mit ihnen spricht. Die anderen werden noch nervöser durch das Gespräch. Dann schaut man einfach, dass man klare Anweisungen gibt. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, jemanden die Nervosität zu nehmen. Im Straßenverkehrsamt Zürich kennt man alle Formen der Angst. Es kommt vor, dass zum Beispiel bei einem Manöver die Leute nicht mehr in der Lage sind, das Kupplungspedal zu halten. Also das Pedal wiebt dann mit dem ganzen Fuß hin und her und so geht es natürlich nicht. Und da muss man abstellen, aussteigen, ein paar Worte sprechen und dann wieder von Neuem versuchen. Wenn jemand aber wirklich während der ganzen Prüfung
diese Nervosität nicht abbauen kann, dann ist es schon so, dass dann halt Fehler passieren. Und wir können ja die Fehler nicht tolerieren, nur weil sie aufgrund der Nervosität entstanden sind. Und so kann man schon sagen, wenn jemand während der ganzen Prüfung die Nervosität nicht in den Griff bekommt, hat er schlechte Aussicht, die Prüfung zu bestehen. Noch im Auto erfährt Fabienne Jallo ihr Resultat. Bestanden! Knapp, aber ich habe es geschafft. Die Anspannung bleibt noch ein Weilchen im Körper. Dann fällt sie ab. Man darf und muss sich erholen. So, gebe ich Ihnen den Ausweis retour. Fabienne Jallo bekommt ihren Fahrausweis. Einfach solange Sie nur den haben, nicht im Ausland. Wer die Prüfung dreimal nicht besteht, muss einen Fahreignungstest absolvieren oder ein verkehrspsychologisches Eignungsgutachten einholen. In Zürich unter anderem am Institut für angewandte Psychologie. Im Volksmund ist ja so, dass die Leute sagen, ich habe Prüfungsangst. Und hier geht es darum, ein bisschen herauszufinden, ob es sich um Stress handelt oder tatsächlich um Angst. Wenn es sich um Stress handelt, dann ist das eigentlich viel besser, weil Stress ist besser in den Griff zu bekommen als Angst. Zum Test gehören mehrere Aufgaben, die die Koordinations- und Stressfähigkeit messen. Man muss etwa fahren und gleichzeitig seitliche Pfeile wahrnehmen. Wenn jetzt bei diesem Test die Leistungen gut sind, dann kann man den Leuten sagen, sie haben eigentlich eine gute Stressfähigkeit. Sie müssen vielleicht auch woanders noch üben, nämlich vielleicht müssen sie noch mehr Fahrstunden nehmen oder es wäre gut, wenn sie auf einen Schaltautomaten wechseln würden. Aber wenn jemand Angst hat, dann besteht die Person diesen Test nicht. Schlimme Prüfungsangst, die alles Denken vernebelt, haben nur 5% von denen, die herkommen. Die anderen 95% sind mangelhaft vorbereitet. Die Angst vor dem Versagen sollte eigentlich anspornen, sich gut vorzubereiten. Zu den angeborenen Ängsten gehört die Angst vor gefährlichen Tieren. Im Gehirn geht das Bild der Gefahr direkt, ohne ins Bewusstsein zu gelangen, ins Emotionszentrum, zur Amygdala. Sie feuert auf der Stressachse einen Alarm zum Hypothalamus. Der reagiert mehrfach und innerhalb Sekundenbruchteile. Er aktiviert das vegetative Nervensystem. Der Blutdruck steigt, das Herz klopft. Er veranlasst das Nebennierenmark, Adrenalin auszuschütten. Die Hände werden feucht, der Magen zieht sich zusammen. Und es werden Stresshormone wie das Cortisol ins Blut entlassen. Alles dient der Vorbereitung für Flucht oder Kampf. Gleichzeitig wird das angstauslösende Bild an die anderen Hirnregionen geschickt und dort mit gespeicherten Ereignissen verglichen. Diese melden, ob die Gefahr real ist oder wann die Gefahr vorüber ist. Das sendet nun die Amygdala auch auf der stressmindernden Achse. Das Nervensystem beruhigt sich. Die Stressreaktion ist ein Geschehen, das auf vielen Ebenen stattfindet, wie wir sagen. Es gibt natürlich die psychische Ebene. Das heißt, wie wir uns fühlen, wie wir uns selber wahrnehmen. Die können wir natürlich am besten erfassen, indem wir den Probanden oder den Patienten einfach fragen, wie er sich fühlt. Das machen wir mit Fragebögen, standardisierten Fragebögen. Aber die Stressreaktion hat eben auch eine ganz wichtige körperliche Achse. Und um die messen zu können, müssen wir zum einen sogenannte vegetative Maße erfassen, das heißt zum Beispiel Blutdruck und Herzrate, aber eben auch hormonelle Maße, weil eben das Stresshormonsystem neben dem vegetativen System eines der wichtigen Spieler der Stressreaktion eben ist. Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München ist unter anderem auf Angsterkrankungen spezialisiert. Hier will man verstehen, wie sich Angst und Stress im Körper bemerkbar machen. Sowohl gesunde Probanden als auch Angstpatienten werden so vorbereitet, dass man ihnen vor und nach einer Stresssituation Blut entnehmen kann, um das Cortisol darin zu messen.
Angst ist jetzt eine spezifische Tönung einer Stressreaktion, es ist eine Emotion. Und natürlich sind sehr viele Stresssituationen mit Angst gekoppelt. Aber letztendlich gibt es auch die positive Stresssituation. Das Paar, das zum Beispiel vor dem Traualtar erscheint oder das seine Hochzeit plant, das ist ein großer Stress. Aber es ist eben ein positiv assoziierter Stress, wo die Angst sicherlich nur eine untergeordnete Rolle spielt. Aber wenn wir zum Beispiel die Prüfungssituation nehmen, das ist natürlich in der Regel eine Stresssituation, wo die Emotion Angst im Vordergrund steht. Ja, grüß Gott. Nehmen Sie bitte das Mikrofon in die Hand. Der Trier Social Stress Test ist ein standardisierter Test. Er verursacht Angst, setzt den Körper unter Stress. Und beginnen Sie bitte jetzt mit Ihrem Vortrag. Ja, grüß Gott. Allerseits. Eine der Untersuchungen hat gezeigt, dass man normalerweise den Stress nach der Prüfung abbaut. Aber es gibt Menschen, die das nicht können. Sie produzieren weiter Stress und damit Cortisol. Das stellt den Körper auf Kampf oder Flucht ein, dämpft Hunger und Verdauung und kann auf Dauer das Immunsystem schwächen. Die genetischen Faktoren spielen da eine große Rolle, weil eben diese Rückregulation der Stressreaktion über bestimmte Proteine stattfindet, die als Rezeptoren, wie man auch sagt, versuchen, den ganzen Prozess wieder zurückzuregeln. Und wenn diese Eiweißstoffe, diese Proteine ein klein wenig verändert sind, weil das zugehörige Gen eine kleine Veränderung aufweist, dann führt es eben dazu, dass diese Rückregulation, also das Ausschalten der hormonellen Stressreaktion beeinträchtigt ist. Und wir glauben, dass genau diese genetische Veränderung ein Risikofaktor ist, dass man eine Stresserkrankung entwickelt. Und Stresserkrankungen sind beispielsweise die Depression, aber eben zum Beispiel auch eine Panikstörung oder eben eine posttraumatische Belastungsstörung, also Störungen aus dem Bereich der Angsterkrankungen. Um Angsterkrankungen gar nicht erst entstehen zu lassen, forscht man am Max-Planck-Institut nach Medikamenten, die gezielt auf diese Eiweiße einwirken, damit der Stressabbau verbessert wird. Man kann auch mit Angst umgehen lernen. Am Institut für angewandte Psychologie in Zürich werden Führungskräfte, Ausbildende in Organisationen und Erwachsenenbildner trainiert. Zur Einführung erleben sie selber eine Stresssituation, wie man sie aus der Schulzeit kennt. 4 plus 2 plus 1. 20. Schnell rechnen. Wer die Lösung hat, darf sich setzen. Bei einigen löst dies Angst und Stress aus und die Scham des Stehengebliebenen. Andere genießen die Konkurrenz. 18 geteilt durch 2 plus 6. Die Übung ist für Erwachsene harmlos. Es droht keine Gefahr, keine Benotung, kein Hänseln. Und trotzdem. Also mich hat erstaunt, dass die Situation wie ein Mechanismus auslöst und dass die Anspannung, das Lampenfieber sich wie von selbst einstellt. Ich nahm es ein bisschen zu locker und dann, je mehr Leute sich gesetzt haben, desto höher wurde die Anspannung und dadurch aber auch die Aufmerksamkeit und die Konzentration. Bei mir war es ein bisschen umgekehrt wie bei ihm. Ich hatte eigentlich den Ehrgeiz, als Erste oder Zweite absitzen zu können. Und als das nicht geklappt hat, war es so ein bisschen egal. Und ich habe das aufgegeben und dann spielt es keine Rolle mehr. Jeder Mensch kennt Angst in einer gewissen Form. Und die entscheidende Frage ist häufig die Intensität der Angst und ob Angst für uns behinderlich wird. Und wenn Angst für uns zu einem Hindernis wird, dann denke ich, ist es wie eine zu ausgeprägte Form. Oder es gibt eben auch Menschen, welche Ängste haben in normalen Alltagssituationen, in denen wir zum Beispiel das nicht erleben. Und Prüfungsangst zu einem gewissen Grad ist sehr normal. Auch da stellt sich wieder die Frage, ist es zu intensiv? Und da kommt häufig die Thematik der Versagensängste dazu. Also das hat zum Beispiel mit den eigenen Erwartungen zu tun, mit den Erwartungen des Umfelds zu tun oder auch mit Vorerfahrungen zu tun. Also ihr atmet ruhig ein und aus. Gegen übermäßige Angst helfen Techniken wie autogenes Training, Muskelentspannung oder, wie hier eingeführt wird, die Visualisierung. Man sucht in sich ein Bild, an das man sich gerne erinnert. Dieses Bild verankert man im Körper so, dass es jederzeit abrufbar ist.
Und man stellt sich den Beginn etwa des Vorstellungsgespräches vor. In welcher Stimmung man hingeht, wie man den Raum wahrnimmt, den fremden Gesichtern begegnen möchte. Eine solche Visualisierung lässt sich auch in der Straßenbahn machen, in rund 10 Minuten. Ziel ist es, ein gutes Gleichgewicht zwischen nötiger Anspannung und Freude zu gewinnen. Wenn ich das regelmäßig trainiere, dann werde ich sicher. Ich merke, ich habe so Orte, welche mich stärken, welche mir Zuversicht geben, welche mich positiv unterstützen. Und wenn ich die dann bei mir irgendwie wirklich einbetten kann, kann ich auf das zurückgreifen und sagen, ah, okay, ich habe doch da so einen Ort, den kann ich wieder aktivieren und das kann ich dann sehr schnell abholen. Und das ist dann wirklich auch sogar möglich, wenn man gut trainiert ist, in der Situation selber. Also während einer Präsentation zum Beispiel oder während einem Vorstellungsgespräch, wenn ich merke, ah, jetzt werde ich unsicher und so, noch einmal kurz so ein Bild aktivieren und das kann dann wieder Zuversicht und Ruhe vermitteln. Natürlich muss der Inhalt sitzen. Man darf sich nicht unterschätzen, aber auch nicht in Situationen bringen, in denen man nur versagen kann. Eine Vorbereitung wie die Visualisierung hilft, auch die Ausstrahlung und die Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. Problematisch wird es dann, wenn uns die Angst dominiert. Also wenn wir zum Beispiel versuchen, eine Situation zu vermeiden, weil wir Angst haben, in der Situation zu versagen. Also wir gehen zum Beispiel nicht an ein Vorstellungsgespräch, weil wir Angst haben, im Gespräch nicht zu genügen. Und dann wird es ganz sicher hinderlich. Grundsätzlich erscheint die Nacht dem Menschen gefährlich und macht Angst. Diese Angst ist in Zeiten ohne künstliche Beleuchtung entstanden. Obwohl es heute viel heller ist, ist das Gefühl geblieben. Man kann nachts Gefahren schlechter erkennen und man weiß, dass weniger Menschen helfen würden. Man könnte ein Taxi nehmen und erst gar nicht durch die Unterführung gehen. Die Angst wird dann aber konserviert bleiben. Was man nicht kennt, das macht natürlich mehr Angst. Weil wir können uns ja die Dinge dann sehr gut ausmalen. Die Angst ist ja etwas, was sehr kreativ ist, was unsere Fantasie angeht. Also wir können uns durch die Angst enorme Szenarien, enorme Situationen vorstellen, die dann eintreten könnten. Und je weniger wir davon wissen, umso mehr Platz hat eigentlich diese Fantasie. Ja, und je mehr spezifische Erfahrungen wir haben, umso eher können wir das auf den Boden zurückholen, einer realen Erfahrung, die wir gemacht haben. Neben solchen Ängsten vor Unbekanntem gibt es Ängste vor Situationen, die eigentlich ungefährlich sind. Vor Gewitter, vor der Höhe, vor dem Fliegen, vor Blut, vor Hunden oder Angst vor Spinnen. Man nennt eine solche unbegründete Angst vor einer begrenzten Situation eine einfache Phobie. Davon sind 10% der Menschen betroffen. Ich habe einfach, wenn ich eine Spinne habe, extrem panische Angst. Also ich bekomme Schweißausbrüche und einfach Herzklopfen extrem. Und renne davon und bin auf fremde Hilfe angewiesen. Bis die Spinne weg ist, bin ich einfach nicht ruhig. Katrin Mathieu kennt den Ursprung ihrer Spinnenphobie nicht. Man könnte sie unter anderem in der Familie lernen, ihre Eltern aber haben sie nicht. Sie will ihre Panik vor Spinnen nun loswerden. Seit ich jetzt Mutter geworden bin, der Kleine da ist, möchte ich einfach nicht, dass ich es ihm übertrage, dass er plötzlich dann auch Angst hat, wenn er älter ist und es begreift. Und ja, ich möchte nicht, dass ich es übertrage. Eine gewöhnliche Kellerspinne. Einige Exemplare davon hüten die Therapeutinnen der Poliklinik für Psychiatrie in Bern. Auf die Begegnung mit einer solchen Spinne wartet Katrin Mathieu. Also beim allerersten Mal war ich sehr, sehr aufgeregt und hatte wirklich panische Angst. Beim Hinfahren hatte ich die ganze Zeit geweint im Auto, weil ich wirklich so aufgeregt und Angst hatte. Und jetzt ist es viel besser. Schon. Es ist ihre 6. Stunde mit dem für sie ekelerregenden Tier. Sie muss zuerst lernen, den Anblick der Spinne auszuhalten. Expositionstherapie nennt man dies.
Sich der vermeintlichen Gefahr zu stellen, eignet sich für die Therapie aller einfachen Phobien. Vielleicht wird Katrin Mathieu nach 10 Stunden ihr Ziel erreicht haben, eine Spinne selbstständig aus ihrem Umfeld entfernen zu können. Noch trennen sie 2 Meter vom Insekt. Wie hoch ist euer Anspannung? Ja, schon recht hoch, so bei 70. Die Therapeutin Livia Winzeler erkundigt sich immer wieder, was diese Spinne bei ihr auslöst, wie groß ihre Anspannung ist, das Herzklopfen, der Puls, die feuchten Hände. Mega groß, frage mich, wieso es solche Tiere gibt, wieso man so Angst kann haben. Natürlich fragt sich Katrin Mathieu selber, warum ein so kleines, ungiftiges Tier sie derart ängstigen kann. Ist es zum Aushalten? Ja. Okay. Könnt ihr mit Spinnen ein bisschen beschreiben? Um die Spinne zu beschreiben, muss sie genauer hinschauen. Die Wissenschaft glaubt heute, dass einfache Phobien nie nur eine Ursache haben, sondern dass mehrere Faktoren zusammenspielen müssen. Wir gehen davon aus, dass es einerseits eine genetische Komponente hat. Wir wissen ja auch, dass Spinnen oder gefährliche Tiere früher ganz wichtig waren, dieses Furchtsystem zu aktivieren, wenn etwas Lebensbedrohliches war. Das heißt, jeder hat irgendwie so eine Disposition und genetische Komponente, so eine Angst zu entwickeln. Und dann kommen aber die Lernerfahrungen dazu in der Kindheit und unter Umständen eben auch noch so ein traumatisches Erlebnis. Und dann kann sich die Phobie entwickeln. Gut, dann könnt ihr versuchen, die Decke drüber zu. Die Angst vor Spinnen ist die meistverbreitete einfache Phobie. Rund 4-6% leiden unter ihr, vor allem Frauen. Gefolgt von der Angst vor Schlangen und vor der Höhe. Die Anspannung steigt. Die Spinne bewegt sich lebhaft. Ja. Katrin Mathieu soll sie mit dem Becher einfangen. Bei Phobikern ist die Stressachse ununterbrochen aktiv. Puls, Herzklopfen, Adrenalin und Cortisol wühlen den Körper auf. Das Cortisol im Blut wirkt 15 Minuten nach seiner Ausschüttung. Unter anderem hemmt es die Emotionen, also auch das Angstgefühl beim Anblick der Spinne. Ja. Bei einer Expositions- oder Verhaltenstherapie muss man lernen, dass einen die Angst nicht umbringt, sondern dass sie von alleine abebbt und dass sich der Organismus wieder beruhigt. Sehr gut, Frau Mathieu. Tipptopp. Alle einfachen Phobien lassen sich therapieren. Die Verhaltenstherapie ist zu 80% erfolgreich. Wie hoch? Ja, fast 90 bis 100. 90. Ja. Es ist ein Neulernen. Man nennt es auch Extinktion. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass solche Angstreaktionen, diese Bahn, also Spinne und dann Amygdala, Furchtreaktion, wird irgendwie aktiviert. Das ist ganz gut eingebrennt. Und mit der Therapie machen wir eigentlich eine neue Bahnung, etwas Neues lernen, anderes Lernen, also anderen Umgang mit der Spinne wieder lernen. So dass wir, wenn wir dann wieder eine Spinne sehen, dass ein anderes Netzwerk und nicht diese Panik aktiviert wird. Im Rahmen einer Nationalfondsstudie hat Laila Soravia Spinnenphobikern eine Stunde vor der Gegenüberstellung Cortison verabreicht, das der Körper zu Cortisol umwandelt. Dadurch ist der Cortisolspiegel schon beim ersten Anblick der Spinne hoch. Das reduziert die Reaktion der Amygdala auf die angsteinflößenden Bilder und die Patienten erleben weniger Angst. In einer weiteren Studie versucht man nun, diesen angstreduzierenden Effekt des Cortisols in einem Scanner sichtbar zu machen. Das Ziel ist, dass wir effizientere Therapiemethoden entwickeln für Angststörungen, also nicht nur Spinnenphobie, auch soziale Phobie beispielsweise, indem wir den Patienten vor diesen spezifischen Expositionsverfahren oder diesen Stunden, wo sie exponiert werden, vorher Cortison verabreichen können. Und dadurch sollten die Probanden oder die Menschen länger in dieser Situation, angstauslösenden Situation bleiben können. Und die neue Erfahrung, also die korrektive Erfahrung, sollte besser abgespeichert werden. Somit könnten Therapieverfahren verkürzt werden und
kostengünstiger und effizienter werden. Könnte man schon früh sehen, was einen selber ängstigt, was andere fürchten und wie man unnötig große Ängstlichkeit überwinden könnte? Am Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern ist dazu ein Wagnistraining entwickelt worden. Ich bin überzeugt, dass das ganz wichtige Momente sind. Das Bewusstwerden eben auch über die Vielfalt, über die Ängste, über die Legalität auch dieser Ängste und die Chance auch darin weiterzukommen. Nicht jedes Kind begegnet Unbekanntem gleich. Es reagiert aufgrund seiner Persönlichkeit, seines Elternhauses und seiner Erfahrungen. Die Kinder sollen ein Verständnis bekommen für Angst, Mut und Vertrauen. Und wie es sich anfühlt, wenn einem eine prickelnde Situation Freude bereitet. Wer sagt, ein wenig Mut hat es schon gebracht? Doch ein paar. Wer kann von sich sagen, kein Problem? Die Mathe kann ganz nach oben. Das Reflektieren gehört genauso zum Programm wie die Aktivitäten. Also beim ersten Mal hat es mir am meisten Mut gebracht, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Es war neu für dich. Eine neue Situation. Wenn man unten liegt und dann man merkt, dass die Mathe hinunterkommt, steigt auch uns die Spannung, weil es kommt irgendwie näher und näher. Spannung, ne? Wenn sie am höchsten ist, braucht sie ja am meisten Zeit, für runterzukommen. Und das verwirrt einen dann. Ob eine Situation verwirrt oder Angst macht, verunsichert oder Lust auslöst, es geht darum, weiterzukommen, Fortschritte zu machen. Und das Maß für die Fortschritte wird nicht am Klassenbesten genommen, wie dies üblich ist im Sportunterricht, sondern an sich selber. Ja, bravo, sehr schön. Strahlendes Gesicht. Jedes Kind geht jedes Mal etwas weiter als beim letzten Mal. Ja, oben fassen. Jetzt hast du es geschafft. Bravo. Normalerweise werden unsportliche Kinder gehänselt. Sie resignieren, turnen nicht gerne, fehlen schließlich im Sportunterricht. Das hat zur Folge, dass sie motorisch weniger Fortschritte machen. Und oft fühlen sie sich auch als Versager. Bei diesem Training, das Teil einer sportwissenschaftlichen Untersuchung ist, wird jedes Kind gezielt gelobt und ermuntert, etwas mehr zu wagen. Aber nur so viel, wie es will. Keines wird gezwungen. Und jetzt noch ein Sprung zum Abschluss. Bravo, Fidelia, sehr gut. Ängstliche Kinder unterschätzen sich latent in ihren Möglichkeiten. Und dass da dieser vermeintliche Gefahrenraum, wo sie sich drin wahrnehmen, dass der verlassen werden kann durch ein Zureden von Seiten der Lehrkraft, durch ein Aufzeichnen auch tatsächlich ihrer Leistungsfähigkeit, dass so eine Weiterentwicklung möglich ist. Bei den Mutigen, da empfehlen wir eher einen Zugang zum Bremsen. Das heißt, die müssen sich die Frage stellen, schaffe ich tatsächlich diese Geste, die jetzt verlangt wird, ist das eine Aufgabe, die ich lösen kann. Also dieses Realitätsangemessene, dass das Ganze eine wichtige Rolle spielt. Sonst wird es gefährlich. Kannst du auch alles alleine? Sportliche Kinder werden ermutigt, die Übung etwas schwieriger anzugehen und sauber durchzuführen. Und auch wieder runterzuklettern. Das ist oft schwieriger, als hochzukommen. Vier Turnposten sind aufgebaut worden. Der Lehrer kann nicht überall sein. Die Kinder sollen einander beistehen und sichern. Dies galt es bei der Gestaltung der Lektionen zu berücksichtigen. Also für mich ist die größte Herausforderung, ein Klima zu schaffen, wo ich sicher und gefahrenfrei solche Sequenzen umsetzen kann. Und das heißt eben ein Klima des Vertrauens, des gegenseitigen Respekts, dass sie das achten, wenn ein Kind eben nicht so weit gehen will wie die starken Kinder in der Gruppe. Die Studie ging von der Frage aus, was Sport zur Entwicklung der Persönlichkeit beitragen kann. Unter anderem ist es der Mut. Sein Gegenspieler ist die Angst. Zu viel Angst lähmt. Zu viel Mut kann zu Unfällen führen. Es gilt, das Gleichgewicht zu finden. Und jetzt so ist das Bleistift.
Ja, sehr gut. Wenn wir uns hochgradig realistisch und nur realistisch einschätzen, dann macht man vielleicht nicht den nächsten Schritt ins Leben. Und insofern braucht es etwas, dieses vielleicht unterstützen in Richtung das zu wagen, was ich mir nicht vorstelle. Und ich denke, das ist so wie eine Lebensenergie, die daraus auch abgeschöpft werden kann. Die Kinder beschreiben am Ende ihre Ängste, ihre Freuden und ihre Fortschritte. Das Wagnistraining will zeigen, dass einen die Angst nicht zerstören darf, sondern dass man sie besiegen kann. Sie sahen die Angst besiegen. Die DVD dieses ersten Teils wird zusammen mit dem zweiten Teil, wenn Angst krank macht, im März erhältlich sein. Angst im Berg, gleich in Swissmade. Samaden, der höchstgelegene Flughafen Europas. Hier arbeiten Helikopterpiloten und Bergführer eng zusammen. Beide haben stets mit Gefahren zu rechnen und sind launenhaften Witterungen ausgesetzt. In ihrem Beruf kennen sie die Angst als Warnung vor Wagnissen. Angst muss man eigentlich haben. Sonst jemand, der keine Angst hat, der wird nie alt. Und klar gibt es Situationen, wo kritisch sind. Aber als Bergführer lernt man das auch einzuschätzen. Man lernt umzugehen mit der Angst. Und das ist eigentlich ein Bestandteil vom Beruf. Oft sind sie gemeinsam unterwegs. Etwa wenn Kunden mit dem Heli und Skiern auf die Gipfel möchten. Oder wenn sie verirrte Tiere und verunfallte Berggänger holen oder Material transportieren. Oh, da hat gerade einen ausgelöst. Und manchmal begleiten sie Filmteams auf die Gletscher, etwa für James Bond oder Werbefilmer. Während solcher Arbeit ist Bergführer Peter Leutwiler dreimal mit einem Helikopter abgestürzt. Und trotzdem fliegt er noch. Er vertraut sich aber nur noch wenigen Piloten an. Einer von ihnen ist Jörg Denoth. Es ist so im Top. Hier habe ich meine zweite ungemütliche Landung erlebt. Einen doppelten Salto vorwärts. Und das ist auf der Welt einmalig. Das hat es sonst noch nie gegeben und sind alle lebend rausgekommen. Das war in den 90er Jahren, hier bei der Gemsfreiheit. Der Motor fiel plötzlich aus. Das kommt sozusagen nie vor. Alle drei Abstürze geschahen bei der Landung. Man fiel nur wenige Meter. Ich habe nie Angst gehabt in dem Sinn. Man hat eigentlich auch keine Zeit, Angst zu haben. Das geht ja meistens sehr schnell und nein, das habe ich nie empfunden. Schnee sei das Heimtückischste im Berg, sowohl für den Helipiloten wie für den Bergführer, weil man eine mögliche Spalte darunter nicht sieht oder die Unterlage nicht kennt, nicht weiß, ob die obere Schicht gleich abrutscht oder ob sie hält. Auch der Wind kann die Manöver massiv stören. Zu reden gibt jedenfalls ein glimpflich abgelaufener Helikoptersalto noch jahrelang. Heute will ich Durchstart machen, okay? Und mit Vollspeed angehängt, mit dem Ruf, und dann macht's. Den dritten Unfall im August 2000 verursachte eine Schneeverwehung beim Landemanöver. Der Heli kippte. Eine Person verlor das Leben. Für den Piloten und Basisleiter in Samaden sind Flugunfälle traurig. Aber man muss aus ihnen lernen. Wir sollten uns nicht von der Angst leiten lassen und uns ablenken lassen. Ich denke vielmehr, dass die
Situationen, die sich schon ergeben haben, generell in der Luftfahrt, uns das nötige Werkzeug mit dem nötigen Denkmuster mitgeben, um eine sichere Flugoperation zu machen. Im Berufsalltag haben Sie keine Angst. Respekt schon, aber Angst nicht. Man muss einfach, vor allem auch als Bergführer, muss immer Respekt haben vom Berg. Und auch wenn man 3-4 Mal auf denselben Gipfel geht, pro Sommer oder pro Saison, man muss immer Respekt haben. Respekt, den habe auch ich, auch nach vielen Jahren Berufserfahrung und vielen tausend Stunden in der Luft. Den Respekt habe ich nie verloren und werde ich auch nie verlieren. Der Respekt vor der Natur, vor Unvorhersehbarem und die Angst als Warnung vor Gefahren, das jedenfalls hält Piloten und Bergführer am Leben.